in Hamburg braucht man schon ein bisschen eine robustere, ruppigere Art, weil es wird viel mehr Zweikämpfe geben, einen schnellen Kostic und quirligen Ito zu verteidigen, einen kopfballstarken Arp vorne an der Spitze der Junge, einen sehr erfahrenen Hand oder Wut dann im Zentrum noch. Also das braucht von uns sehr, sehr viel an Zweikampffähigkeit, an Bewusstsein, Zweikämpfe führen zu wollen, führen zu müssen. Und deshalb gibt es schon ein anderes Spiel. Und deshalb glaube ich so, dass die Griffigkeit, die Körperlichkeit die Vorzeichen sind für dieses Spiel. Ist das schon eine Mannschaft, eine Heimmannschaft, die gestärkt ist und die mit ihrem Publikum, mit den 55.000 Leuten im Rücken, die immer hinter einem Team stehen. Also in den letzten Jahren habe ich selten irgendwie Pfiffe oder was gehört, sondern auch im Abstiegskampf, die wissen da, um was es geht. Das macht sie natürlich da daheim im Moment auch stark und wir wollen natürlich da dagegen halten. Wir wollen den ersten Auswärtssieg anstreben, der fehlt uns noch, der fehlt mir noch als Trainer mit meinem Team. Wir haben sehr viel erreicht auch, 10 Spiele, nur eins verloren. Jüngst von den letzten 4 oder 5 Heimspielen 3 gewonnen, 5 waren es, glaube ich. Und das sind alles gute Voraussetzungen, dass wir am richtigen Weg sind. Und jetzt muss ein Auswärtssieg kommen und den streben wir an.